So, Freunde, hi und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Planet Coaster. Ja, als letztes haben wir hier unsere kleine Bahn gebaut und ich habe zwischenzeitlich zwei, drei Wachmänner eingestellt. Hier sind relativ viele Diebstähle unterwegs oder Diebe unterwegs und das funktioniert halt nicht. Jetzt stellen wir auch noch zwei, drei, vier Reinigungskräfte ein, weil mittlerweile haben wir hier relativ viel zu tun und ich glaube, dass wir sonst im Müll ersticken würden. Bin die Fahrgeschäfte zu teuer? Ja gut, das passiert. Das ist mir egal. So, jetzt müssen wir als nächstes noch eine Achterbahn bauen, die relativ tief geht. Das könnten wir hier drin machen. Hier so drin machen, in die Schlucht. Oh, wo sind wir denn jetzt schon? Das heißt, wir müssen eh noch ein Stück weitergehen. Wege. Wo sind wir? Oh, immer so schnell hin und her. So, und dann machen wir hier einen Weg dahin. Warum lässt sie sich nicht verbinden? Ich will da nicht erst noch hoch. Nee. Warte mal, die Breite können wir vielleicht ein bisschen ändern. Ah, weil das noch angewinkelt ist, ne? Ja, das ist noch angewinkelt. Deswegen geht das nicht. Deswegen geht das nicht. Ja gut, dann geht's halt nicht. Achso, außer wir sind hier Best Buddies damit, ne? Und winkeln das auch einfach an. Warte. Warte, wenn ich von da aus mache. Geht nicht. Nein, das geht. Okay, mit so einer Bridge da drin. Das ist ja aber dämlich. Okay, zack, zack. Geheimgang. Aber bestimmt verratet das keinen. Jetzt wird's dunkel. Schön. Guckt euch das an. Jetzt kommt hier richtig Reibach. Hier 797. Kommt richtig Reibach rein. Oh, und es gab 6000. Das war der erste Monat. Huch. Der erste Monat mit so viel Profit. Aber wir müssen die Achterbahn noch bauen. Warte mal, ist die Forschung nicht fertig? Ja. Oh, so eine Hängerachterbahn ist das. Das ist ja ganz nett. So eine ist das. Ja, die werden wir selber bauen, ne? Und dann werden wir ein bisschen rumtüfteln. Ein Viersitzer. Oh, gut, das ist ja nicht schlimm. Oh. Kettendift. Reibungsbremse. Trimbremse. Dienstwimmel. Mitten in der Fahrtgeschwindigkeit zu entnehmen. Flexibler als Reibungs- und Magnetbremse, aber auch teurer. Okay. Blockbremse. Ah, okay. 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 Ja, jetzt geht's los. Was heißt denn freier Fall? Ist freier Fall jetzt hier so runter? Jetzt sind wir wieder da irgendwo. Ja, da ist die. Nee.
Aber wieso dauert das immer so lange, ehe man dann wieder zurück ist? Der Vieh ist hier. Ja, komm schon. Komm schon. Ehe man erstmal da ist, wo man war, ist die Kameraführung schon echt. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Das muss doch kein freier Fall so sein, oder? Ich meine, mal ernsthaft. Wer macht das? Wer macht das? Ist das ein freier Fall? Sieht das irgendwo? Ich bin schon wieder so weit oben. Und? Testbericht? Kein. Okay. Ich schätze mal, dass denen jetzt allen speiübel ist. Da muss ich nachher wieder hin. Okay, das heißt, ich muss langsam sich hier nach oben. Auf geht's nach oben. Das geht nicht. So, und jetzt müssen wir... Da sind wir da schon zu tief. Geht's da nach oben? Nee. Das weiß ich nicht, ob der das schafft. Nee, das ist eine leichte Steigung. Warte mal, das kann der nicht schaffen. Habe ich kein Geld mehr. Wie soll ich denn da noch runterkommen? Okay. Nicht genügend Geld. Wie viel kostet sowas? Eine Menge. Starten wir einfach mal den Test und schauen wir mal, was passiert. Ich meine, das ist eh schon super krass. Das ist super krass. Da ist der wenigstens schon fast komplett schnell oben. Das ist sehr gut. Das ist ein kleines bisschen Bummelbahn. Ach, was ist denn hier? Nee.
Was kostet denn? Oder wechsle ich da gerade die ganze Zeit? Nee. Okay, Test starten. Und wir setzen uns rein. Live-Daten. Kann sein, dass die Übelkeit zu hoch geht. Müssen wir nochmal gucken. Noch geht's, noch geht's. Ne? Ja, Übelkeit 11. Den ist halt so speiübel. Ja, jetzt ist hier auch nicht viel Spaß und Nervenkitzel. Ja, das wird nicht reichen, glaube ich. Füße einziehen. Okay. Ja, die Passagen sind zu lang, glaube ich. Und jetzt wird es nochmal richtig krass. Okay. Das ist zu schnell. Maximalgeschwindigkeit 130. Das ist noch nicht mal so schnell. Durchschnittsgeschwindigkeit so. Tiefer Fall 66. Wie viel mussten wir? 65. Uff. Okay. Wo da? Das heißt, wir müssen das Ganze hier ein bisschen abflachen. Nee. Abflachen. Das 90-Grad-Ding ist halt krass, ne? Warte mal. Lass den Test nochmal starten. Wir stellen das mal auf noch schneller, damit der hier schneller durchkommt, weil jetzt sonst dauert das hier mit dem Testen so ewig. Wenn wir da schon höher kommen, wäre es ja schon nicht schlecht. Mir das ja schon nicht schlecht. So. So, was sagt hier? Was war denn jetzt hiermit? Ja, damit kein Mensch. Oder bis hierhin kommen die aber schnell, ne? Aber hier nicht. ...299 ist halt nichts. Aber an welchen Stellen überschreitet ihr das? Ist zu nervenaufreibend. Kiez. Hier ist der Nervenkitzel halt viel zu hoch. Hier bleibt er halt überall hoch. Okay.
Das heißt, hier müssen wir die Schienen noch mal ein bisschen bearbeiten. Ewig. Warte mal, das ganze Stück muss man höher machen. So, Heats. Nervenkitzel. Das ist halt hier immer noch sehr hoch. Und da geht's. Achterbahn erfüllt halt nicht die Anforderungen, ne? Da geht's sogar. Aber das ist halt... Geschwindigkeit geht auch, aber Gehkräfte. Hier ist zu. Das ist denen zu krass. Das ist hier zu krass. Oh Gott. Ich wollte es doch nicht so schlimm machen. Warum ist das jetzt noch schlimmer? Vor allen Dingen, wieso ist die Kurve denn so schlimm? Können wir hier auch eine Bremse einbauen? Hier. Ja, so. Na, dann fahren wir los dann. Lass mal gucken. Nervenkitzel. Aha. Nervenkitzel geht hier schon mal.
Das geht hier schon mal. Ja, es ist hoch, aber es ist nicht zu schlimm, glaube ich. Gehkräfte sind hier völlig normal. Da sind zwei spitze Anker drin. Das könnte arg viel sein. Brauchte ich nicht mehr Spaß? Oh Gott, über 5. Über 5! Und 113 Stundenkilometer müssen erreichen. Haben wir die erreicht? Nee, haben wir nicht erreicht. Okay. Dann ist das nicht die richtige Achterbahn. Wie viel haben wir denn hier erreicht? Wenn ich jetzt sage, die ist fertig. 500. Ist halt auch noch nichts, ne? Aber das hier ist halt so krass, ne? Warte mal, das ist halt noch ein Problem. Nee, das löse ich aber nicht so. Das ist ein bisschen besser. Wollen wir mitfahren? Gucken wir uns jetzt die Heatpipes an, das geht nicht. Das finde ich nicht schlimm. Das ist schade. Kann ich die hier verschnellern, die Ketten? Ja. Ja, oh, wo bin ich denn? Hier genauso. Ketten verschnellern. Hier genauso, Ketten verschnellern. Perfekt. So. Nochmal. Ergebnis. Selbst wenn das nicht die Map ist, also selbst wenn das nicht unsere Achterbahn ist, die wir brauchen. Ja, teste einmal. Ich werde jetzt den Eingang platzieren. Uff. So, und den Ausgang platzieren. Natürlich nicht. So. Und wie sieht's aus? Okay, ein bisschen. Ein bisschen geht. Ein bisschen geht. Das kann man nicht ändern. Das kann ich alles nicht ändern. Premium Pass. So. Den können wir zumindest schon mal anmachen. Damit wir ein bisschen dran verdienen. Ah, $15. So, und jetzt werden wir noch ein bisschen Szenarien dran rumbasteln. Und zwar Science Fiction. Hier machen wir das mit den Hunden. Hier oben können die dann irgendwann sehen, wie ein Hund umgestürzt ist. Da. So, und ich weiß, wir haben noch mehr. Hier. Oh,
Mozzarella. Das ist so cool. Wenn die dann da drin steht, das finde ich immer cool, wenn mal irgendwie sowas ist. Man steht dann da so drin und. Ja, ist uns eins in der kleinen Tunnelchen. Tunnelchen. Das finde ich ganz cool. So, und hier können wir immer noch sagen, alles klar, hier fahren wir da dann vorbei. Und gibt's hier den Hypertunnel? Habe ich den Hypertunnel? Da. Uff, 17.000. Alter. Gott, wie sollen wir denn 24.000? Den haben wir schon zurückgezahlt. Oh, okay. Ja, dann können die eigentlich auch die 17.000 ausgeben, oder? Ich meine. Oder? Nee, mach mal nicht. Molten Steel? Nee. Hier, das Planet Coaster Schild machen wir dran. Auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. So, und? Wir stehen ja schon ein bisschen vorne, Leute. Easy. So, Märchen. Jetzt gucken wir noch, ob wir hier ein paar Gebäude finden, die ganz praktisch sind, die dazu passen. Was ist das? Großer Science-Fiction-Wandabschnitt. Uff. Ich so war da, ne? Aha. Schauen wir mal, ob wir hier. Ja, so ein Fusionsturm. Ja, aber den können wir doch hier hinterbauen, oder? Guck mal. Hier sieht doch richtig gut aus. Und ein Solarturm. Oh, und Aufbewahrungskapseln. Guck mal, die können wir hier hinten machen. Hier irgendwo hin machen. Alter, die sind halt schon groß, ne? Die sind halt schon richtig groß. Aber die kann man jetzt von da sehen und von hier sehen. Das ist perfekt. So. Western Hotel, okay. Science Fiction Strom Generator. Die können wir irgendwo hier unten hinklatschen. So, jetzt wollen wir mal gucken, was die jetzt haben. 1050. Alter. 20 Euro. Dollar. Komm, gib ihm. Und die wollen jetzt nicht so lange warten. Da gibt es nur eins, was wir tun können. Nur ein einziges. Ein Infoticket. Für die VIP-Lounge. Okay. Parkeingang? Nee, hier, Info. Nicht erforscht. Ja, moin. Wieso können wir das denn dann schon machen? Kann ich das gar nicht? Ah, komisch. So. Mach nichts. Wir haben eine geile Achterbahn gebaut. Auch wenn... Oh, hier müssen wir noch Mülltonnen aufstellen. Sehe ich gerade zufälligerweise, habe ich nie drauf geguckt. Zack, 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 zack. Können wir hier auch noch ein paar Sitzecken hinstellen. So, perfekt. Ich würde sagen, mit diesem Bild machen wir Feierabend. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.